Ja, und ich bin's wieder, Kisunai Haran, hier mit meinem Let's Play von Limbo und... Das hat mich hingehauen. Ich sollte irgendwie an diesen diesen Pfeil kommen, aber irgendwie will das nicht. Oh, okay. Hab's kapiert! Zu spät. Ey, Gravitationsscheiße. Das hat nicht hingehauen. Mal wieder. Wie ist eigentlich da die Gravitation? Also jetzt von der Steuerung hier. Okay, I get it. Okay. So. Wunderbra. Oh. So. In den Reifen wohl vorbei. Mann, war das ein Riesenreifen? Okay, und dann sterbe ich. Wie immer. Okay. Warte. Nö. Das hat auch nicht hingehauen. Mist. Alter, der Zeitabstand ist so kurz. Einmal hier rüber schieben. Nein! Ich hab doch gedrückt, Mann! Spiel, akzeptier doch mal, was ich drücke. Oh. Da, schon wieder nicht. Alter. Jetzt mobbt er mich. Jetzt will er nicht. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Kann ich verstehen. Ich langsam auch nicht mehr. Auf dich, Steuerung. Zum Kotzen. Ja. So, jetzt warte ich wieder. Ja. Okay, gut. Aua! Alter, ist das Ding stark. Okay, ich darf nicht stehen bleiben.
Okay, das ist echt mies. Nein! Spring doch! Ah, ich glaube, ich verstehe, wie ich das machen soll. Das ist wieder eine Timing-Geschichte. Fuck! Jawohl. Okay. Nee, dann sterbe ich schon wieder. Okay, was war nicht? Okay, das dann bin ich einverstanden, okay. Fuck, zu spät. Okay. Das war schon wieder zu spät. Oh Mann, ich hasse Timing-Geschichten. Jawohl. Aua. That's fair. That's fair. Oh, that's so fair. Das war dann zu früh auf einmal. Ist richtig Spiel. Oh Mann, Timing. Warum ist Timing so eine Hure? Oh, I see what you did there. Okay, dann... Hä? Warum soll ich... Ah, okay. Ich verstehe. Oder? Hä? Muss ich das verstehen? Warum ist dieser Schalter da? Soll ich den betätigen oder was? Mann, ich check's doch nicht. Okay. Das ist jetzt nicht euer fucking Ernst. Geht's da drüben überhaupt? Das muss da drüben weitergehen. Und das macht's keinen Sinn. Aber wie soll ich da, Gottverdammt, nochmal hinkommen? Wenn alles, was ich mache, falsch ist.
Deaktiviert sich der Scheiß eigentlich? Sieht so aus, als ob es da eben nicht weitergeht auf einmal. Ich check's nicht! Jetzt check ich's. So eine Frage. Geht dieser Slow-Mo noch lange? Sind wir jetzt tot? Garfi! Komm, aufstehen, klingelingeling! Soll ich dir erstmal einen Wecker vorstellen, oder was? Aufstehen. Ich weiß, du bist gerade gegen eine Glaswand geschleudert worden, aber... trotzdem. Aufstehen. Du hast es ja hinter dir. Und offensichtlich ist nichts gebrochen. Also, freu dich. Aber episch war das schon. So nach dem Motto, du hast das hingekriegt. Und es ist geschafft. Das Spiel ist durch.
letzten Endes hat er die gefunden, nach der er gesucht hat, unser kleiner Raffi. Und ja, man kann jetzt eigentlich so viel aus diesem Ende interpretieren. Und wow. Ja, was soll ich jetzt großartig sagen? Das Spiel ist gut. Es ist gut. Na, für jemanden wie mich, die sich gerne mal blöd anstellt, mag das nicht wirklich den Anschein erregen, aber es ist gut, wirklich. Vielleicht bin ich auch einfach zu übermüdet, vielleicht bin ich auch einfach zu genervt, dass ich das aufgenommen habe und... So, Ehre wem Ehre gebührt, Errungenschaft freigeschaltet. Mir bleibt jetzt eigentlich auch nicht mehr wirklich viel zu sagen. Tut mir leid, wenn das LP nicht ganz so spannend gelaufen ist, wie ich es mir eigentlich ausgemalt habe. BZW eher mehr frustrierend auf mich gewirkt hat. Ab und zu... Die Rätsel sind ja okay. Nur, dass ich manchmal nicht wirklich drauf gekommen bin. Mich deshalb wie so ein Vollhorst angestellt hat. Das schlägt dann ein bisschen aufs Gemüt. Aber an sich ist das Spiel wirklich gut. Kann ich empfehlen. Und mir bleibt echt wirklich nicht mehr was allzu viel zu sagen. Außer dass ihr das Entwicklerteam, der auf diese geniale Idee überhaupt erst gekommen ist, dass ihr die ein bisschen unterstützt, indem ihr das Spiel irgendwie selbst besorgt, falls ihr das dort noch nicht habt. Weil sonst schämt euch, geht in die Ecke und schämt euch, aber holt Cloud oder leiht euch zuerst noch ein bisschen Geld, verdient es euch und kauft das Spiel und bah. Aua. Und ich für meinen Teil sollte mir jetzt endlich wieder was zu essen machen. Ich sterbe beinahe vor Hunger. Und wie gesagt, aus dem Ende kann man echt so viel, so schön viel was rausinterpretieren. Ihr könnt ja auch selber irgendwelche Interpretationen reinschreiben. Erst letztens in der Konfi hat Hol so eine richtig geile Interpretation von dem Ending geliefert und ich dachte nur, Alter, Junge, du bist ein Genie. Oh Gott, ey. Hol, wenn du das hier zufällig gucken solltest, schreib das bitte nochmal in die Kommentare. Das wird wahrscheinlich die anderen auch sehr interessieren. Welchen Gedankengang mich so denken lässt, von wegen, dass du ein Genie bist, obwohl du ein Arschloch bist, obwohl du ein Genie bist. Das hat jetzt so viel Sinn gemacht, aber... Er kennt mich ja. Auf jeden Fall. Mir bleibt jetzt echt nicht mehr wirklich viel zu sagen. Außer, das war Limbo. Ja, egal ob positiv oder negativ, Bewertung immer gern gesehen. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wie lange Draw Stickman noch weitergeht. Aber auf jeden Fall, es kam jetzt auch wieder ein bisschen überraschend, dass zwei Wochenendprojekte auf einmal laufen. Aber das sollte vorerst das letzte Mal so gewesen sein. Also jetzt nur noch ein Projekt am Wochenende. Falls ich das schon bei Draw Stickman gesagt habe, dann hört ihr es jetzt hier nochmal. Und ja, das mit der Bewertung habe ich ja schon gesagt. Bevor ich das jetzt nochmal weiter in die Länge ziehe, das war's von meinerseits. Und wir sehen uns das nächste Mal bei dem nächsten Projekt wieder. Sehr geil.